Moin Leute und willkommen zurück zu Fallout 4 Caveman Challenge. Nachdem wir beim letzten Mal einem selbstmörderischen Supermutanten entkommen sind, beziehungsweise wurde der von einem anderen Supermutanten umgebracht, zufälligerweise, ganz zufälligerweise, wurde überhaupt nicht kalkuliert von mir, natürlich nicht, sind wir jetzt hier bei dem Hospital, was wir von Supermutanten reinigen sollen. Wir haben hier draußen schon ganze Arbeit geleistet, nur ist da drinnen noch ein bisschen die Kacke am Dampfen, wie man so schön auf gut Deutsch sagt. Deswegen würde ich sagen, schauen wir da mal kurz rein. Hoffen, dass da keine Supermutanten, die selbstmörderische Tendenzen besitzen, sich aufhalten. Und werden mal ein bisschen aufräumen. Wenn die Ladezeit uns natürlich lässt. Ist natürlich nur im Sinne des Betrachters, dass das hier recht schnell geht. Oh, tut es auch sehr gut. Ich finde übrigens diese Fleischsäcke, ne? Also die sind ganz nett, weil man da immer ein bisschen Fleisch rausziehen kann, ebenso von Brummen, wie gesagt, wie man eben bereits sehen konnte, da vorne. Super. Pepper, kümmerst du dich bitte um den? Ich habe keinen Bock, jetzt wieder abgeknallt zu werden von so einem Selbstmörder. Okay. Was kann ich für dich tun? Du, hä, sollst da drüben hingehen. Gern doch. Ist zwar eine ziemlich Selbstmordaktion von Pepper selbst jetzt. Aber ich meine, Pepper stirbt davon nicht direkt, ja? Pepper, geh von mir weg. Wieso läuft er jetzt zu mir? Was ist das denn für eine Kacke? Wieso läuft er jetzt zu mir? Okay. Tut mir leid, Pepper. Tut mir sehr leid, aber du kannst in 5 Minuten wieder aufstehen. Nicht mal. Hallo? Ich verstehe immer noch nicht, warum der jetzt gerade so schnell explodiert ist und der eben davor nicht. Pepper, keine Sorge, alles gut. Ich kümmere mich gleich um dich. Beziehungsweise das Spiel kümmert sich gleich um dich. Guck mal, da stehst du schon wieder. Das ist das Gute bei Pepper. Ach, da vorne ist noch einer, okay. Meine Herren, man sieht hier auch kaum was manchmal. Sehr gut, da vorne ist noch ein Kollege. Oh, ein legendärer sogar. Wir schlagen einfach durch. Kritisch? Come on. Hey, ich will den kritisch sehen. Ernsthaft? Hä? Was? Ich habe das Spiel, glaube ich, geglitscht. Hä? What? Was war das denn gerade? Okay, werden wir jetzt erstmal wieder ein bisschen snacken. Bevor wir hier jetzt gleich wieder tot umfallen. Coca-Cola. Komm, ziehen wir mal eine Quantum. Ziehen wir mal eine Quantum. Oh, legendär ist der jetzt mittlerweile. Also mutiert. Das heißt, er hat eine besondere Waffe dabei. Das heißt natürlich auch, dass er stärker ist, aber er hat auch eine besondere Waffe und die möchte ich gleich aufnehmen. Okay, erstmal schauen. Des Mutantentöters. Wieso hat ein Supermutant ein linkes Armrüstungsteil, wo des Mutantentöters draufsteht? Reduziert auf jeden Fall den durch Supermutanten verursachten Schaden um 15. Das ist stark. Das werde ich, glaube ich, gleich anziehen. Zuerst einmal kümmere ich mich aber um die restlichen Mutanten hier, wo die sich mit Pepper schon ordentlich unterhalten, wie es scheint. Sind die über mir? Nee, die sind unter mir. Das ist nur noch einer. Wupp. Whee. Ah, Pepper, sehr gut gemacht. Sehr, sehr schön. Ich wusste, dass du eine gute Wahl warst. So, schauen wir uns noch mal kurz die Kleidung an. Des Mutantentöters. Ist das besser? Leider nicht. Linker Arm. Das hier ist... Was ist das eigentlich? Ist linker Arm auch? Nee, ist es, hier ist linker Arm. Haben wir eine Kampfrüstung? Der ist aber auch hier schon aufgewertet, ne? Der hier ist, hat natürlich des Mutantentöters, aber der kann zusätzlich auch nochmal aufgewertet werden. Deswegen nehme ich mal des Mutantentöters raus. Den werfe ich weg und wir machen weiter, würde ich sagen. Oh, guck mal, der liegt hier richtig sexy sogar. Richtig ausgestreckt. Könnte man einen Neujahrskalender mitmachen. Passt ja auch zum Thema heute. So, ist hier irgendwas Besonderes? Na, das können wir nicht. Wir sind zu doof dafür. Ich finde das immer so witzig. Es ist alles so richtig düster und dann plötzlich so... Bling! So ein richtiger Color Splash. Was ist das? Knochen des linken Arms. Lecker. Können wir ein bisschen was trinken, aber kriegen bestimmt noch radioaktive Verstrahlung. Verstrahlung vor allem. Hier ist ein Terminal. Das scheint noch zu funktionieren. Müssen wir aber entsperren, natürlich. Schade. Was haben wir hier noch? Ein Ordner, ja, ja. Nichts Besonderes, leider. Wir müssen ja eigentlich nur die Supermutanten hier killen. Aber was ist einfach, aber...
Irgendwie scheint hier keiner mehr zu sein. Zumindest auf diesem Stockwerk nicht. Hier oben waren wir ja schon, ja. Haben wir auch schon ein bisschen was aufgeräumt. Was? Der hat einen Brustkorb dabei? Oder nehmen wir seinen Brustkorb? Ich will es gar nicht erst wissen. Hier können wir natürlich den wieder entsperren, genau. Muss ja nicht sein. Zumal wir sowieso alles schon aufgeräumt haben, das würde sowieso nichts bringen. Medizinischer Flüssigkeitsstickstoffspender. Aha. Boston Bugle, naja. Mikroskop. Ich lasse mal den ganzen Schrott hier liegen, weil der vermüllt uns sowieso unser gesamtes Inventar und da können wir sowieso am Ende nichts mehr mitnehmen, was wir noch haben. Geht's hier weiter? Tür des OP-Saals. Brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel für. Kronkorkenvorrat. Brauchen wir dann Schlüssel für oder müssen wir das einfach aufhacken oder so? Ist ja hin und wieder mal... Oh. Kann ich ihn rufen? Mach mal lieber zu, bevor hier noch jemand runterfällt. Ist ja gefährlich. Das Geräusch da! Was soll das sein? Da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Ich dachte, wir wären jetzt hier schon mutantenfrei. Aua. Stirb, Mutantenhund. Zack. Stirb, Supermutant. Zack. Hat der hier gerade das Fenster aufgeschossen? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ich wusste nicht, dass es hier so eine zerstörbare Umgebung gibt. Das wollte ich damit sagen. Boots. 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 Für dich brauche ich nicht mal einen kritischen Treffer. So. Ach, da oben ist noch jemand. Pepper, kümmerst du dich um den? Ich bin ganz lieb. Ich komme da nicht so schnell ran. Zumindest bräuchte ich erstmal eine Treppe für. Die Treppe scheint hier hinten zu sein. Hä, nee. Hä? Hä? Ach, jetzt sind wir hier wieder beim Aufzug, okay. Hä, wie kommt man denn nach oben? Hier vielleicht? Nee, hier ist eine Toilette. Eine Toilette mit Durchbruch anscheinend. Okay. Oh! Du hast mich erschrocken, mein Lieber. Zack. Da ist immer noch einer. Zumindest sagt das unser Versteckradar. Oh, hallo Pepper. Ich hätte dich gerade fast geschlagen, muss ich sagen. Hey, aber wo? Hast du das gehört? Warst du das? Blue, wir haben Gesellschaft. Wo? Ach da. Guten Tag. Ist aber nett, dass ihr hier langsam runterkommt. Hast du irgendwie eine Schlagwaffe oder warum konntest du so gut? Schallge... Was? Das möchte ich mir mal kurz durchlesen. War das eine Kleidung? Schallgedämpft und so? Gehärtet und panzerbrechend. Krass. Krieg Pepper gleich mal. Also, da oben sind ja immer noch welche. Ist der Mutant? Kaputter Fernseher. Ja, wo seid ihr denn? Ja moi, wo seid ihr denn? Die sind auf jeden Fall unter uns, aber wo? Vielleicht hier drüben? Ich habe irgendwie gerade gar keine Ahnung, wo die sein könnten. Wut, ja? Ach da! Wie bist du denn da hingekommen, mein Lieber? Wir sind doch die ganze Zeit da oben. Zack! Ja, das stimmt. Da drüben ist noch einer. Hier. Gut, dass wir so ein Radar haben. Wenn wir das nicht hätten, dann wäre das echt... What? Ich dachte, das wäre so ein Mutanten-Roboter. Sah ein bisschen danach aus gerade. So, das war's aber jetzt. Jetzt werde ich erstmal ganz entspannt was snacken. Und zwar, was haben wir denn Schönes? Irgendwas Gebratenes haben wir doch bestimmt noch. Schmutziges Wasser, na, lieber nicht. Todeskrallensteak. Lecker. Das macht uns sogar stärker, glaube ich. Mirlok-Fleisch kann man schön braten. Diese ekelhaften Fleischsäcke, ne? Das ist echt richtig ranzig einfach. Porter Dinner? Was macht der denn? Ach so, der greift dann wahrscheinlich so Geld und... nicht Geld, sondern der greift für Geld... Esotronk? Esotronic? Weißt du, was das ist? Sieht ein bisschen aus wie ein Lüfter. Brettspiel.
Also da drüben sind auf jeden Fall die letzten... Was ist das? Knochen der rechten Hand, ach so. Da drüben sind auf jeden Fall die letzten... Mutants. Einen Moment. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Weiter geht die wilde Fahrt. So, wie kommen wir denn jetzt zu den freundlichen und herzallerliebsten Supermutanten da hinten? Die wollen ja auch nur ein Herz haben. Also, unser Herz wahrscheinlich, aber... Das macht ja keinen Unterschied. Wir können es ihnen zwar nicht geben, aber wir können uns ihnen immerhin unser Gesicht zeigen. Ich guck mal kurz, da wir ja jetzt mittlerweile wissen, dass es eine lokale Karte gibt, die ziemlich verwirrend aussieht. Okay, wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich unten durch. Oder? Hier? Nee. Wo müssen wir denn lang? Wahrscheinlich müssen wir oben durch den OP-Saal durch und da brauchen wir aber den Schlüssel für oder so. Oder? Nur wo ist der Schlüssel? Schauen wir uns mal kurz die ganzen Räume hier an. Wieso muss man denn hier überall immer so durchhacken? Oder durchkraxeln? Ist doch kacke. Wieso kann man nicht einfach hier irgendwas aufbrechen? Würde die Sache auf jeden Fall einfacher machen. Was haben wir noch so? Ha, ha. Kein Schlüssel hier, oder? No Schlüssel in hier. Leider nicht. Oh, Fusionskern. Nett. Hier waren wir noch nicht. Scheint schon fast so. Ach, Pepper, warum musst du eigentlich immer dich mitten in die Tür reinstellen? Mann, Mann, Mann. Ah ja. Nichts Besonderes hier, leider. Okay, gehen wir mal nach oben. Wieso braucht man denn hier einen OP-Saalschlüssel? Das ist auch bescheuert. Abgeschlossen. Ja, abgeschlossen, genau. Das ist mein Problem. Ja. Lag da was? Machen so, wir können uns auf Sofa, so aufs Bliblablub. Wir können uns auf Sofa neben den guten, lieben Mann setzen. Wieso hat denn hier keiner den Schlüssel dabei? Oder ich übersehe den einfach die ganze Zeit. Was sogar irgendwie wahrscheinlicher ist. Ja, Patronen. Fleischsack. Hm. Nichts Besonderes irgendwie. Kann man nur nach unten gehen? Ja, wo, irgendwo muss doch ja wohl der Schlüssel sein. Also so schwer kann das ja echt nicht sein. Hier kann man ja nur den Roboter releasen. Den Roboter befreien. Also eigentlich war das nie so schwer, einen Schlüssel zu bekommen. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Glocke. Ja, meine Güte, wo ist denn der Schlüssel? Im Zweifel müsste den doch wirklich einer von den Supermutanten haben, oder? Sonst wäre das ja viel zu schwer, das zu finden. Vor allem, wieso kommen die da nicht einfach raus? Ich meine, wir haben jetzt hier alle ihre Kollegen abgeschlachtet. Und die bleiben da entspannt sitzen und warten. Hm. Ich glaube, ich gehe gleich raus. Also irgendwie dauert mir das gerade ein bisschen zu lange hier. Ich glaube, das dauert mir ein bisschen zu lang. Was? Schlüssel! Mitten in so einem Instrumentenkoffer. Natürlich. Okay. Gut, dann haben wir es mittlerweile. Sehr schön. Das heißt, wir können auch weitermachen. Ich habe schon mit dem Gedanken kämpfen müssen, dass wir hier nicht weiterkommen. Das wäre ja grausam gewesen. Grausam wäre das gewesen. Aber jetzt kommen wir weiter. Sehr gut. So langweilig. Die Terminal. Funktioniert das? Tatsächlich. Oh, können wir uns ein bisschen durchlesen. Ein bisschen die Hintergrundgeschichte erfahren. Oh, wir können die... Okay, Musik ein, bitte. Ja. Türfernsteuerung, Tür öffnen. Wenn das Hacken nur so einfach wäre. Na du, wie geht's? Alles fit? Kritischer Treffer. Gut. Zack. So nicht, mein Freund. Oh, wieso haben wir den so oft getroffen? Zack. Oh, da ist noch einer. Noch ein Mutant Dog. Gut. Ach, da drüben ist noch einer. Okay. Hallo. Na, alles fit? Zack. Zack. Guten Tag. Sehr schön. Okay. So, jetzt wollen wir mal kurz hier uns ein bisschen... Gebündelt optimiertes Lasergewehr. Schön.
Aber mehr ist leider auch nicht dabei. Schwere Mutantenrüstung. Ein Radio. Achso, das war schon an. Die Radien sind hier immer so leise. Die Radios. Wieso sage ich eigentlich immer Radien? Ich weiß auch nicht warum. Ich male zu viele Kreise wahrscheinlich. Oh, zwei Stimpacks, sehr schön. Können wir wieder ein bisschen was saufen. Was haben wir hier? Ui, einiges. Kompensiert, kalibriert und mächtig. Stark. Kampfrüstung und emailliert. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ja, ist ja gut, Pepper. Ich möchte dir nicht unnötig was auflegen, was du im Endeffekt gar nicht brauchen kannst. Also, was haben wir denn hier? Ja, mit Taschen Kampfrüstung. Oh, die ist besser. Linker Arm. Ach so, das ist das. Okay, nee, das lassen wir mal lieber. Und was ist das? Das ist Brust. Und im größten Teil einfach nur schlechter als alles andere. Wir haben ja das hier, ne? Die Kampfrüstung. Lassen wir mal lieber liegen. Alles gut, Pepper. Brauchst nichts zu tragen. Alles gut. So, was haben wir hier noch? Glühbirne. Können wir mal aufschließen. Oh, ein Raider? Was macht der denn hier? Was machst du denn hier, Mensch? Aha, Klammerbox. Schön. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der irgendwie was Interessantes dabei hat, aber anscheinend nicht. Also irgendwie so ein Memo oder sowas. Irgendwas, wo man was nachlesen könnte. Tatsächlich ist es aber nicht der Fall. Schade. Haben wir hier drüben noch was? Wahrscheinlich auch nochmal hier. Nee, das ist nicht mal abgeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Haben wieder ein bisschen unser Tagwerk erledigt. Was? Wake Master Wecker. Ist auch ein schöner Name für eine Uhr. Gibt es eigentlich Fallschaden? Ja, bestimmt, ne? Wäre schon komisch, wenn es keinen Fallschaden geben würde, aber ich meine, wir sind gerade irgendwie 5 Meter gestürzt und haben nichts gemerkt. Wir haben wahrscheinlich gute Sprunggelenke. Gut, dann wollen wir mal den Siedlern Bescheid stoßen, dass wir ihren Auftrag erfüllen konnten. Ich glaube, die müssten ja auch nur ein paar hundert Meter entfernt sein, also keine große Sache. Kurz auf der Karte schauen. Weltkarte. Wo müssen wir denn da hin? Hier drüben hin? Ja, zum Slog. Na gut, können wir nochmal eben schnell machen. Haben wir jetzt... Na gut, wir haben noch 2,5 Minuten. Kann man hinkriegen. So ist es nicht. Wir müssen aber so nach einem leichten Nordostwind. Okay, nach da müssen wir. Ich werde jetzt mal probieren, nur im Sprintmodus hier zu bleiben die ganze Zeit. Hey, warum sind wir jetzt so angefragt? Sind wir irgendwie in Öl gesprungen? So sieht das ein bisschen danach aus. Was ist denn da los? Kurzer Lag. Da hat es kurz gewackelt. Ein Auto steht da auf der falschen Seite, also falsch rum. Hä? Wieso haben wir jetzt so viel Schaden? Wieso haben wir so viel Schaden? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen gerade? Sehr strange. Hä, wieso steht das Auto nicht hier so? Wieso steht das Auto hier so, Mensch? Das ist nur ein Ghoul. Na komm, die nehmen wir nochmal schnell mit. Kommt her. Zack. Oh, Kammerjäger habe ich gerade als Erfolg bekommen. Zack. Wahrscheinlich, weil ich genug Ghule abgeknallt habe oder so. Ghule sind auch so einfach zu besiegen, einfach. So einfach, einfach, einfach. Okay. Die haben aber auch sicherlich nichts Gutes dabei, leider. Okay. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Sind wir noch immer auf dem richtigen Weg? Natürlich nicht. Viel zu weit südlich mittlerweile. Jetzt sind wir aber schön im Sprintmodus und beeilen uns mal ein bisschen, dass wir möglichst in diesem Part das noch schaffen, dahin zu kommen. Aber wir werden das auf jeden Fall in diesem Part schaffen, so ist es nicht. Nur werde ich vielleicht ein bisschen überziehen müssen. Verdammte Blähfliege natürlich. Weg damit. So, immer noch auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt sind wir sogar ziemlich auf dem richtigen... On the right track, bro. Bro. On the right track. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die AP nutzen muss, um zu sprinten. Also es ist schon ganz gut gemacht. Also rein Gameplay-technisch, aber es macht halt irgendwie vom... Ah doch, es macht schon irgendwie Sinn, aber bei eigentlich gar nicht. Weil ja eigentlich dieser VATS geht ja vom Pip-Boy aus und ist so dementsprechend ja vielmehr eine technische Einheit, die man zu wahren hat. Und Sprinten ist ja mehr eine Ausdauerleiste. Also hat ja eher was mit Ausdauer zu tun. Hier vorne ist ein Bunker. Den möchte ich mal kurz entdecken. Oh oh, Protektron, ich gehe mal lieber weg. Die Protektrons sind, glaube ich, ziemlich stark.
Pepper macht wahrscheinlich sowieso gleich wieder Unruhe. So, wie sieht's aus? Wie weit sind wir? Ah, wir sind gleich da. Perfekt. Können wir nochmal kurz schnell Bescheid sagen und dann... Och, nö. Warum? Na gut, dann müssen wir es nachher nicht machen. Müssen wir es beim nächsten Mal nicht machen. Dann machen wir es lieber jetzt. Ciao. Autsch. Schönes Bild. Sehr, sehr schönes Bild. Sehr schönes Bild, was wir da abgeliefert haben. Okay, einmal werde ich es noch probieren, sonst versuche ich gleich einfach außen rum zu laufen. Und schau! Kannst du nicht einfach mal explodieren, Kollege? Boah, macht aber auch wieder mal Schaden, ne? Zack! Zack! Der Typ mit dem Granaten-Mod ist auf jeden Fall weit genug entfernt. Der ist einfach mal explodiert. Also finde ich gut. Wahrscheinlich... Oh, das ist sogar ein richtig krasser Typ. Ein legendärer Supermutant-Vollstrecker. Krasser Boy. Kritischer Treffer. Gut. Natürlich mutiert er. Klar. Warum denn auch nicht? Macht auch Spaß. Vor allem hat er erstmal seinen Kollegen getroffen. Richtig schlauer Kollege. Hä, was ist los mit dir? Hast du keine Lust? Sag mal, haben die Leute keine Lust hier oder was? Oh, jetzt hat er getroffen. Nee, hat er nicht. Irgendwie ist der ein bisschen seltsam, der Typ. Sehr komisch. Naja. Eine schöne Militärrüstung bekommen. Des Märtyrers. Verlangsamt den Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Sehr schön. Können wir vielleicht gleich anziehen. Schauen wir mal kurz. Oh, ich bin zu schwer belastet. Einmal kurz schauen, was wir so Schönes haben. Ja, ich weiß, der Part ist schon längst vorbei, aber trotzdem können wir noch kurz schauen. Nee, lassen wir mal. Okay, dann laufen wir nochmal schnell rüber. Gut, dann machen wir es beim nächsten Mal mit der Siedlung. Ich würde sagen, für heute reicht das erstmal mit diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Da hinten kommt Pepper, die ist wieder ein bisschen rehabilitiert. Bedanke mich fürs Zugucken. Wünsche noch eine